Muss ich jetzt wieder die Klasse? Zu Frau Kumbis? Ich komme zu spät. Frau Kumbis! Entschuldigung, ich musste doch mit der Rektorin reden. Über sie. Ich bin dafür, dass Toffi Schauspieler wird. Wenn man, der denkt über hier sowas nach. Weißt du, der muss sitzen bleiben. Guck mal, Toffi hat die Programmierfähigkeit erworben. Dank seiner neuen Programmierfähigkeiten kann Toffi jetzt hacken. Hacken. Kann Toffi jetzt hacken und das Programmieren üben. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Gott. Erstmal ein bisschen hacken. Okay, Kevin, willkommen zurück. Wir sind gerade mit dem Hacken beschäftigt. Ich habe vergessen, dass bei Toffi ein paar Schrauben fehlen. Das brauchst du. Ja, also das erinnere ich euch immer eigentlich quasi minütlich dran, dass bei mir alles Rad ab ist. Okay, die Frau hat. Komm, wir müssen uns wieder einschleimen. Nach Liebesleben fragen. Oh, Alter, Frau Kumbis, haben Sie Sex? Ey, Junge, verpiss dich. Verpiss dich, Junge. Ich hab die hier gerade am Start, ne? Ich mach die klar. Hä? Und da denken Teenager bei mich nach. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Tag ein, Tag aus, irgendwas anderes. Über Interessen reden. Was haben Sie für Interessen, Frau Kumbis? Ich muss der ganze Werkzeugkasten locker. Hä? Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? He's in a row. Frau Kumbis. Was ist das jetzt eigentlich? Sitzen? Tagtraum von Schwarm gestehen. Beziehungstipps geben. Komm, ich gebe ihr ein paar Beziehungstipps. Hä? Essen bestellen? Gehen? Hä? Was? So geht das nicht. So kann ich mit dem nicht arbeiten. Toffi ist für mich viel zu fixiert auf Schlafen und Fressen. Der ist schon wieder müde. So kriege ich nie gute Noten. Man muss doch was tun für seine Leistung. Schon 3,5 Stunden am Stream. Ja, Wahnsinn, ne? Oh, wie traurig ich beim Essen bin. Ich habe keine guten Noten. Und ich bin immer hungrig. Außerdem habe ich dicke Backen. Wieso ist dein Teenage-Sim kokett? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich bin es ja nicht wirklich, oder? Oder bin ich kokett in eurer... Ich bin Krokette höchstens. Manchmal. Aber ansonsten... Gut, sonst müssen wir uns halt auch wieder bei der Rektorin einschleimen, oder? Über Interessen reden. Über Eltern beschweren. Oh. Highschool abbrechen. Was? Nein. Über Interessen. Wir wollen mal rausfinden, was die Interessen unserer Rektorin sind. Ja, ist sie gerade am... Alter, die ist am Zocken! Frau Rektorin, spielen Sie gerade WoW? Nee, die ist eher, sieht ein bisschen aus wie... SimCity oder irgendwie sowas. Ich halte sie vom Zocken ab. Was sind ihre Interessen? Gut. Falsche, schlechte Nachrichten verkünden. Komm mal, jemand parodieren. Komm, wir parodieren uns selbst. Ich bin eine Banane. Ey, verpiss dich, Junge. Ich bin jetzt hier. Oder ist es ein Mädchen? Wer bist du? Noah. Doch, ist ein Junge. Nach Liebesleben fragen. Komm, ich versuche einfach mein Glück. Ich will das auswählen. Jetzt verpiss dich, Noah. Ich bin hier gerade dran. Frau Rektorin, ich habe mich schon immer mal gefragt. Jetzt geht sie erstmal auf Tinder. Okay, wir müssen das vertagen. Ich muss ins Bett.
Wir müssen das vertagen, ich muss ins Bett. Kann ich jetzt nach Hause? Hier hingehen? Ich weiß, du bist müde, aber du schläfst jetzt nicht in der Schule, Mann. Das gibt's doch nicht. Schule ist für heute ja beendet. Ja, aber wir können ja trotzdem... Ich meine, die Rektorin sollte trotzdem ein Vorbild sein. Die kann dann jetzt nicht im Rektorat sitzen und die ganze Zeit daddeln. Und dann uns dann die ganze Zeit sagen, über Handy weg und so ein Scheiß, weißt du? Das sind die richtigen Leute. So. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ich dachte über den Bus. Ich komme nicht mehr nach Hause. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich dachte über den Bus. Weiß das jemand zufällig? Ah, klicke auf das Haus am Pool. Das Sim, geht dann nach Hause. Das Haus am Pool. Ach, da unten. Zurück nach Hause. Ach, jetzt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Weg damit. Mach die nicht weg. Du sollst kein Nickerchen machen. Im Profil. Sie zuckt einfach weiter. Ja, jetzt. Guck mal. Das ist der eine Nerd übrigens, der noch in... Ach, jetzt geht er nach Hause. Jetzt. Okay, gut. Ist das der Hausmeister? Er träumt vom Fliegen. Oh, ist das süß. Irgendwann werde ich Pilot. Und ganz schön Scheißkinder. Schnauze voll. Irgendwann gehe ich raus aus dem ganzen Puff hier. Am Pool. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Chrissy, dich habe ich noch nicht gegrüßt. Na, hallo. So, jetzt darfst du schlafen gehen. Komm. Geh schlafen, komm. Okay, dann sind wir jetzt mal Candy. Die hat gerade Hunger extrem. Candy, du kannst uns jetzt noch mal zeigen, wie man kocht, oder? Beziehungsweise, ich mach's jetzt gerade. Hey, du sollst kochen. Die nimmt sich irgendwas, was schon da ist. Und dann muss sie dringend aufs Örtchen. So, Prost, Leute, ne? So, bestellst du dir jetzt eine neue Blase oder was ist los? Ja, dann geh mal aufs Klo, Mädchen. Es sei denn, Sigi muss... Ach, der ist ständig irgendwas... Wir brauchen ein zusätzliches Badezimmer einfach nur für Sigi, damit er ständig da drinnen stehen kann. Selbst wenn er nichts macht, er will wenigstens da drinnen stehen. Aber sie hat auch keinen Spaß. Warte mal, womit kannst du Spaß haben? Warte mal. Aber einen Film ansehen. Irgendwie kannst du mit was anderem Spaß haben? Wir brauchen irgendwas, was Candy Spaß macht, Leute. Wartet mal ganz kurz. Ich will mal suchen, was Candy Spaß macht. Objekte. Moment, so. Wasserspiele. Oh, guck mal. Macht das Spaß? Nee, oder? Abseits des Netzes, Lagerung, Elektronik, Beleuchtung, Kinder. Ui, oh, guck mal. Exzentrische Gas... eine Gag-Socke. Und ein Void-Pop. Was sind das? 3 CDs zum Preis von 2. Candy braucht eine Bar. Ich stelle mir vor, wie Toffee während einer Prüfung verreckt. Würde ich mir auch noch vorstellen, wahrscheinlich. Eine Gassocke, ich habe es echt nicht verstanden. Eine Gagsocke? Die exzentrische Gagsocke ist die perfekte Deko für eine eklektizistische Einrichtung. Was ist denn eine eklektizistische Einrichtung? Du bringst vor deinen Ausflügen gerne Souvenirs mit. Etwas Verrückteres wirst du kaum finden. Guck mal hier. Ich will sehen, dass Candy mit der Gagsocke spielt. Okay, warte. Also, wir gehen wieder rüber. Hier, so. So. Candy, du darfst ja nicht pinkeln, aber du darfst mit der Gagsocke spielen. Ich will sehen, wie das geht. Ansehen. Ansehen.
Sieht ein bisschen gruselig aus. Irgendwie, als ob du davon Albträume kriegst. Was? Ich kann nichts sehen! Och, Mann! Ja, so schlimm ist es jetzt nun auch nicht, Leute. Liasa. Den Clip hättest du jetzt nicht einsenden müssen. Aber wie viel Zeit man damit verbringen kann, einfach eine Socke anzustarren. Ist sie irgendwie hypnotisierend? Kann es sein, dass es eine Voodoo-Socke ist oder so? Okay, also sie hat uns definitiv nicht vom Pinkeln abgehalten. Ja, warte mal, jetzt kannst du pinkeln gehen. Warte, jetzt ist Sigi fertig. So. Ja, gut. Ja, ihr wolltet die Gagsocke halt nicht sehen. Ich hab's verstanden, Leute. Sonst hättet ihr den Clip nicht eingesendet. So, jetzt könnt ihr Candy beim Kacken zugucken. Candy-Kack. Da wären wir wieder beim Thema. Nee, aber es scheint sie nicht zu begeistern. Die braucht doch irgendwas zum Spielen. Ach, Leute, wie viel Geld haben wir noch? 4.239. Ich brauche was anderes. Irgendwas, was sie überzeugt zum Spielen. Leute, wenn ihr Ideen habt, bitte haut sie raus, ne? Spielzeug. Guck mal hier. Vielleicht ein Knuffelbär? Nur für Kinder steht da. Oh, Frank, der Mini-Womp-Womp. Och, wie süß. Das Einzige, was noch hinreißender ist als Frank, der fliegende Womp-Womp, ist eine Miniatur von Frank, dem fliegenden Womp-Womp. Schmücke dein Haus mit dem majestätischen Wächter von Copperdale im praktischen Kleinformat. Oh. Nochmal Toffee testet, können wir gleich machen. Aber Frank, der Mini-Womp-Womp, ist das süß. Aber der ist nicht nur für Kinder tatsächlich. Sollen wir den aufs Klo packen? Die verbringen ja irgendwie so die meiste Zeit auf dem Klo. Nee, wir machen den woanders hin. So. So. Vielleicht so hinten ins Eck hier. So, warte. So. Ich will sehen, wie die damit spielt. Ich gebe gerade viel zu viel Geld für Spielzeug aus, aber die mögen ja nichts. Die haben ja keinen Spaß. Ansehen. Guck mal, das ist Frank. Sie überlegt gerade, ob sie schon mal was mit Frank hatte. Ja, sie könnte Frank auch mal wieder ruhig ein bisschen texten. Und mit Frank mal ein bisschen, ne? Blümchen pflücken gehen. Eine Konsole zum Zocken wäre auch noch eine Methode, ne? Aber wie wollen die nichts spielen? Aber ich würde gern was Altmodisches haben. Irgendetwas, was man früher zum Spielen hatte. Weißt du, Bauklötze, Strohpuppen. Was? Eine Toasteruhr, Brot und Butter. Oh ja. Das ist alles nichts Gescheites. Piratenschiff. Ein Spielturm. Oh, ein Sternkreuz. Ich habe nicht genügend Geld. Oh, ein Klettergerüst. Oh, ich habe mein Grundstück ist nicht groß genug. Nehmen die Dusche, oder? Mist, ich kann das nicht. Ich muss es erst üben. Es ist viel zu viele Sachen im Weg hier. Oder man klettert ins Haus rein. Hier geht's. Okay, ich will gucken, was beim Klettergerüst rauskommt. Nein, nicht hier hingehen. Du sollst damit spielen. Geht das nicht? Ich kann damit nicht spielen? Du sollst damit spielen. Die spielen mit den Sachen. Guck mal, da ist ein Klettergerüst. Jetzt kletter doch mal. Du bist zu alt dafür. Diese gehen in Highschool. Was machen die denn sonst den ganzen Tag? Mit Drogen dealen? Was machen die Highschool-Schüler heutzutage?
Das sind doch alles Teenager. Ja, jetzt machen sie sich drüber lustig. Neuester Instagram-Post von Katja Bam oder was weiß ich. Ich finde das sehr enttäuschend. Na, TikTok und so. Ja, da muss ein tolles Video. Mach ein TikTok-Video davon. Weißt du, als Erwachsener, nein, nicht mal Erwachsener, sondern Teenager. Als Highschool-Schüler an einem Klettergerüst. Ich bin da langgehangelt und so weiter und so fort. Und habe mich direkt schön volle Kanne aufs Maul gelegt. Hashtag blutig. Hashtag Zähne neu. Hashtag geil. Ne? Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Meine YouTube, meine Jugend verpennt und verzockt. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ne? Heute sind Toffee einige Dinge passiert, die es wert wären, auf Sozialhase gepostet zu werden. Öffne Sozialhase auf deinem Telefon, um zu posten. Wenn du keine Benachrichtigung von Sozialhase erhalten möchtest, öffne Sozialhase auf deinem Telefon und wähle Benachrichtigungen ausschalten. Nee, heute will ich das nicht. Toffee ist doch eh noch am Schlafen, oder? Ja eben, der pennt doch. So. Candy hat immer noch Hunger, die muss uns eh nochmal zeigen, wie sie kochen kann. Und ich glaube, gleich Toffee testet. Kochen? Was macht sie? Die hat ein bisschen, sie hat ein bisschen zu viel auf der Hüfte, ne? Finde ich jetzt persönlich. Spaghetti-Hundi, dankeschön für den Follow, vielen, vielen Dank. Ich finde, Candy hat ein bisschen zu viel auf der Hüfte, die kann jetzt auch mal einen Salat essen. Lady Lacta, dankeschön für den Follow, vielen Dank. Und Schwarze Rose, hallo. Und Moni, guten Abend. Hab's jetzt auch geschafft. Nice. Wir gucken gerade Candy beim Kochen zu. Die macht das gar nicht mal so gut. Aber gut, das können wir dann auch wieder auf TikTok posten, oder? Hier wurde ja schon von Lariel vorgeschlagen. Sie könnte Influencer werden. Das ist allerdings so, wie du das schreibst, ist es eigentlich eine Grippe, ne? Also sie kann auch Grippe werden. Das ist durchaus möglich. Aber ich frage mich, ob man da so viel Erfolg mit hat. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Influenza. Und heute zeige ich euch, wie man seine Rotznase richtig schön zur Geltung bringt. Aber gut, sie macht einen Salat. Also sie gibt sich Mühe, muss ich schon sagen. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, sie gibt sich wirklich Mühe. Guck mal. Sie zieht eine Schüssel aus einer anderen Schüssel. Spielst du heute Nintendo Sports? Durchaus möglich. Heute gibt's einiges... Hier wird immer mal wieder Spielwechsel stattfinden. Okay, es schmeckt wie eine Unterhose. So sieht es ehrlich gesagt auch aus. Autokorrektur. Boah, erstmal Finger ins Ohr und dann wieder in den Salat. Was meinst du, wo der Geschmack daherkommt? Erstmal ordentlich Schmalz, ne? Kannst Butter nehmen, kannst auch echt einen Griebenschmalz nehmen oder sowas, aber nimmst vielleicht auch einfach nur den Schmalz, wenn das Geld nicht reicht, den du sowieso schon selbst produzierst, ne? Sieht aus wie ausgekotzt. Sie scheint, entweder ist sie jetzt sehr, sehr glücklich, dass sie das jetzt gegessen hat, oder sie musste jetzt gerade ganz kurz sitzen bleiben, weil sie Angst hatte, dass es schnell wieder rauskommt. Und, oh, da kommt Toffee. Guck mal, sexy Toffee. Wollt ihr schon mal Toffee oben ohne sehen? Hier, da. Und ich bin schon gespannt, was als nächstes passieren wird. Außer dass, schlafe ich eigentlich? Ah, okay, Candy schläft. Wo ist Siggi? Wo ist Siggi? Sie? Entspannung im Wasser. Siggi? Ach. Die Meerjungfrau geht wieder. Ne? Okay, Toffee ist halbnackt am Tisch. Aber er isst den. Guck mal, er isst den Salat von Candy. Also, er scheint doch nicht so schlecht zu sein, der Salat. Er scheint glücklich darüber zu sein. Vielleicht hat er Spaß. Nee, der Spaß geht auch ein bisschen flöten, verdammt. Ja, er hat gerade gesehen, er wollte gerade das posten, das Essen, und hat gesehen, er hat keinen einzigen Like dafür gekriegt. Dann kann das Essen ja auch nicht schmecken, ne? Heutzutage muss man erstmal andere Leute fragen, wie sie das gefunden haben, das Essen, übers Internet. Und erst dann kann man sagen, ob es ein gutes Essen war oder nicht.
So, aber er hat auch keinen Spaß. Warte mal, woran könntest du denn Spaß haben? Sollen wir ihm eine Konsole schenken? Sollen wir das wirklich mal machen? Oder aufräumen? Toffi ist hier derjenige, der hier für die Sauberkeit zuständig ist. Wir könnten ihm wirklich eine Konsole... Warte mal, wir machen das jetzt einfach mal. Wir sind ja... Ich bin ja eigentlich ich, ne? Deswegen müsste ich mir eigentlich eine Konsole kaufen. Primo, hallo! Chris, hallo, dankeschön für deinen Follow, vielen, vielen Dank. Was ist da gerade passiert? Da kam gerade so dramatische Musik, ich habe ein bisschen Angst gekriegt. Und Alter, weißt du, wie gruselig das wäre, wenn Candy jetzt wach werden würde? Candy wird wach und auf einmal steht ein halbnackter Toffee da. Und lacht einfach nur in die Nacht hinein. Alter, mega gruselig. Ja, schäm dich. Also dafür würde ich mich jetzt auch schämen, ne? Nee, wir wollten dir gerade eine Konsole kaufen, aber da kam so komische Musik, deswegen habe ich gerade gedacht, also so dramatische Musik im Spiel, deswegen habe ich gedacht, ich müsste mal kurz gucken. Nee, dann gucken wir mal wegen Elektronikunterhaltung. Wie gesagt, das bin ja eigentlich ich, deswegen muss ich ja eigentlich auch eine Konsole kaufen. Aber die sind bestimmt alles sauteuer, oder? Geht's zur PlayStation 5? Da gibt's ja gar keine. Computer halt, ne? Aber es gibt hier gar keine Konsole, kann das sein? Hast du eine Story, eine Challenge oder was machst du bei Sims? Wir gucken, wir spielen halt die Highschool-Jahre und deswegen, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir haben keinen großen Sinn und Zweck aktuell dahinter. Multa, guten Tag wünsche ich dir auch. So ein Freirumlauf. Doch, es gibt welche. Geh doch auf Suchen. Ach so, und dann Konsole? Konsole? Gibt's nicht. Nee. PlayStation gibt's auch nicht. Wie heißt es denn? Schade, dass es Sims nicht für Switch gibt. Vielleicht ja irgendwann mal. Vielleicht ein älteres. Nach was suche ich denn da am geschicktesten? Wie die hieß, weiß ich nicht mehr. Okay. Z-Box, okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Schade. Soll ich's googeln? Soll ich mal kurz gucken? Warte mal, ich gebe mal ein. Sims 4 Konsole. Konsole öffnen. Nicht Cheats. Ich will nur wissen, wie eine Konsole heißt. Konsolennamen. Einfach nur Computer? Ja, nee, aber das ist ja ein Computer. Ich will ja eine Konsole haben. Das gibt's nicht. Ich habe gehört, dass Sims 4 nächstes Jahr kostenlos wird. Das ist nicht nur nächstes Jahr, das wird den nächsten Monat kostenlos werden. Ich habe ja unter Items gesucht, aber es geht anscheinend nicht. Oder wir geben ihm einfach einen PC. Das, so können wir es natürlich auch machen, dann ist er halt am Zocken. Ach, guck mal, hier, wir haben ein Jamming-Tablet. Damit können wir es halt auch machen. Wir kriegen eine abgespeckte Switch. So, warte. Die hat viel Geld gekostet, also bitte appreciate sie jetzt, Toffi, ja? So. Er ist beschämt. Ja, wenn du Nacht... Du brauchst nicht beschämt sein. Du hast die ganze Nacht Candy jetzt gerade... Was ist die ganze Nacht? Du hast eine Stunde lang Candy beim Schlafen beobachtet. Das ist natürlich komisch, aber... Komm, jetzt zock erstmal. Sie hat ja geschlafen, sie hat es ja nicht mitgekriegt. Auf zu heulen. Was, Blickblock spielen oder Sportspaß? Nee, dann lieber Blickblock.
Das ist bestimmt sowas wie Tetris, oder?